Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Ghost Recon Wildlands. Fallen Ghosts, wir begeben uns in das zweite Operationsgebiet, denn beim letzten Mal haben wir den Boss aus dem ersten Gebiet besiegt. Kannst du dich noch daran erinnern? Ach ja, das war der, der immer sich versteckt hat, ne? Der sich so unsichtbar machen konnte. Und jetzt haben wir als Boss jemanden, der nur durch Kopfschüsse getötet werden kann. Über die Region wissen, sind Gerüchte. Wer reingeht, kommt nicht mehr raus. Ein Gangster soll dort das Sagen haben und eine brutale Kampfarena unterhalten, über die er die härtesten Burschen für die Los Estranjeros rekrutiert. Ah ja, alles klar. Wer sieht uns denn jetzt schon wieder? Oh, Baum! Uff, schöne Landschaft hier, oder? Definitiv. Direkte Bedrohung steht hier. Wo? Warum steht hier direkte Bedrohung über der Karte? Na, vielleicht sind wir die direkte Bedrohung oder so. Wir werden direkt abgeschossen, wenn man uns sieht. Warte, ich muss mal kurz hier zwischenlanden. Ich markiere mal den Einsatz so. Alles, was Sie über das Treiben der Los Estranjeros in der Region erfahren können. Ab dann übernehme ich. Alles klar. Gab's nicht eigentlich auch mal Hubschrauber, die Miniguns hatten? Ach, der hat welche. Alles klar. Das war nicht so gut, jetzt sind wir verdächtig. Was denn nun? Also, was ist das denn? Was denn? Wir wurden gesehen. Ich würde mal hier aussteigen. Ach, ich glaube, das ist das hier, wo wir mal den Boss hochnehmen mussten hier, El Cerebro. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Drohne fliegt. Ist das ein Luftabwehrsystem? C Nummer 5. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Wieso sind denn das Leute von Santa Blanca? Das gibt doch keinen Sinn. Ich weiß jetzt übrigens, wie man die Tore aufbekommt. Da kannst du mit EMP-Drohnen dagegen fliegen, dann gehen die auf. Echt jetzt? Mhm. Na, hier muss ja noch irgendwo einer sein. Ich sehe euch doch alle ganz genau. Was sind das da jetzt für welche? Die standen schon da. Das Einsatzkräfte toll. Aber hier fehlt doch noch irgendwo einer. Hier wimmelte es mal von Kartellleuten. Aber die meisten sind tot oder abgehauen. Waren sicher die Söldner. Zumindest das haben sie gut gemacht. Vor allem, es sind doch Santa Blanca Soldaten. Okay. Söldner? Nee, Soldaten sind ausgeschaltet. Hättest du was gesagt? Ne, ging relativ gut. Easy sagst du? Ne, nicht easy. Ich muss beim letzten mehrmals schießen. Ich hab mal einen Heli gerufen. Ich habe auch gleich mitgebracht, ja. Warte mal, wo war denn jetzt der Alarm hier? Hinten.
Tango getroffen. Okay, den hat niemanden gesehen. Den hat niemanden gesehen, was? Der wurde von niemanden gesehen, sozusagen. Den hat niemand gesehen, würde ich eigentlich sagen. Den hat niemanden gesehen, ey. Das muss das letzte Santa Blanca Lager sein, das noch existiert. Vielleicht können wir was Nützliches ausgraben. Jetzt hat er bei mir was gesagt, was stimmt. Dass das das letzte Santa Blanca Lager ist. Ja. Und wir wahrscheinlich... Der Scharfschütze hat mich gehört. Glaube ich. Oder... Ach nee, du hast sie markiert. Das ist wohl korrekt. Ist aber ganz schön komisch, dass die El Cerebro Sumpfbude hier als letztes Lager von Santa Blanca nehmen. Ich habe gerade einen Scharfschützen ausgeschaltet. Sehr gut. Jetzt habe ich also auf der Windows-Taste gedrückt. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Hey, muss ja trotzdem da irgendwo einer sein. Ich sehe 10. Haben wir jetzt den letzten? Ja, ich glaube schon, ne? Ja, ich glaube schon. Sonst hätte ich jetzt Aufklärung bestellt. Ich sehe eine montierte Waffe. Ich hänge fest. Hier vorne schießt's. Warum schießen die denn? Wer schießt denn? Bei mir schießt hier keiner. Ich sehe einen Generator. Die dürfen den hier nur nicht finden. Wen denn? Die Leiche ist schon weg, alles klar. Toll. Tango ist tot. Ich konnte ihn ausschalten. Sehr gut. Aber wir sind trotzdem gejagt. Ja. Das sind einfach zu viele. Aua, ich hänge fest. Hast du den Alarm ausgeschalten? Ja, vorhin schon. Tötung beobachtet. Also, es wird jetzt immer angezeigt, Max. Ja, ich werde gesehen, ich kann mich gerade nur nicht bewegen. Verstanden, sind gleich da. Abschuss bestätigt. Ich werde hier mal das Ding nehmen. Leute, seht ihr das? Was denn? Was für eine Scheiße, ey. Okay, sie rennen auf uns zu. Der Tango ist hin.
Ich habe mal die Flugabwehr noch ausgeschalten. Haben wir irgendwie EMP-Granaten oder sowas? Ne, sowas haben wir nicht, ne? Ich weiß es nicht. Los geht's. Okay, das Tor geht doch so auf, wenn ich mit dem Auto... Ja, weil du ja mit einem Auto von Sander Blanga... Fuck. Da hinten ist so ein richtiger Scharfschütze, also so ein starker Scharfschütze, der sieht einen über Meilen entfernt. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Ich sehe eine kleine Gruppe Tankers. Alarm hier drüben. Wagen mit montierter Waffe. Scharfschütze im Turm. Shit. Ich hab gerade einen Scharfschütze ausgeschaltet. Okay. Aus dem Gebiet hier hinten. Na klasse, jetzt stehen ja zwei nebeneinander. Ich nehme die Drohne. Hey, wie legt man sich denn nochmal hin? C. Stufe 35. Warum werde ich eigentlich immer gesehen? Es muss nicht du sein, der gesehen wird. Ich werde auch oft gesehen. Viel zu oft. Nice. Diese. Was denn? Richtig geiler Snipe gerade. Hab den Alarm abgelegt. Ich krieg diesen Alarm nicht ins Bild. Den roten hier? Oder welchen? Ihn doch ins Bild. Das hat nein. Er gehört. Aber verdächtig, alles gut. Noch ist alles gut. Es wäre irgendwie cool, wenn es hier noch Krokodile oder so geben würde, wie bei Mafia. Okay, ist hier eine richtige Gruppe unterwegs. Hier hat mal der lokale Kartellchef residiert. Falls er noch lebt, hat er sicher nützliche Infos für uns. Klappen um. Hat einer gehört? Tango getroffen. Bin ins Wasser gefallen. Ist nicht so schlimm. Überraschung.
Okay. Max, wir kriegen Besuch. Von? Da vorne. Machen wir mal einen Strom aus. Warte mal, hier, alles klar. Hier muss ja auch noch irgendwo eine Akte sein. Ich glaube, hier in dem Haus, oder? Ja, warte. Da ist es oben drauf. Ah ja. Ich fang mal ein Handy gegen mein eigenes gehalten. Im Speicher sind immer noch Kontakte und Anruflisten. Geht irgendwie gut voran heute, ne? Ich glaube, so schlecht sind wir gar nicht. Ja, ich denke auch, dass die Mission halt größtenteils für andere ausgelegt sind, für mehr Spieler. Versuche jetzt mal was. Kopfdrohne. Noch ein Ziel macht 10. Hier war ich ja noch nie. Ich habe nur einen Schuss. Tango 15. Sehr gut. Ich hab Ablenkung. Ich hab die Rebellen freigelassen. Ich wollte gerade sagen, wir sind jetzt ja alle alarmiert irgendwie. Jetzt kann ich erstmal alle markieren. Der Alarm ist jetzt aus. Alarm ist aus. Alter, hier kommen ja richtig viele jetzt. Pass auf, Max, ich mache jetzt Trick 17b mit Selbstverarschung. Was machst du denn? Wir fahren hier oben. Ach, es geht noch ein Stockwerk höher, ja, das ist natürlich auch gut. Ach, da oben bist du. Tango ist tot. Scheiße, wo ist denn der Alarm? Was ist denn dieses Schwein? Ein Drecksack weniger. Hab ich verstanden. Sperrfeuer ist unterwegs. Hehe, jetzt machen wir mal ein bisschen Feuerwerk. MFG, ihr Motherfucker. Ich werde mal ein Stück vorrücken. Tango getroffen.
Wissen wir, wo die Informationen sind? Anscheinend nicht. Nee. Nicht, dass ich wüsste. Ist auch cool, dass die Rebellen frei sind, aber nicht kämpfen. Schön einfach nur darum. Doch, jetzt sind doch Rebellen gekommen. Ja, die habe ich ja bestellt. Hier ist etwas. Sieht aus wie ein Schießstand oder ein Trainingsplatz. Sehen wir es uns an, aber vorsichtig. Die Söldner sind überall. Kannst ruhig näher kommen. Ich? Ja. Ja, ich bin schon unterwegs. Ich habe nur noch in der Zwischenzeit die Dings angefordert gehabt. Habe mich um so kleine organisatorische Maßnahmen gekümmert. Okay, die hier vorne sind abgelenkt. Hier ist nix. Ich glaube hier oben wieder. Oh Gott, ich werde hier angegriffen, Max. Oh Gott. Okay, nur die 1 ist noch da. Dich kriege ich, komm. Und ein Sniper irgendwo. Ganz weit hinten. Was haben die denn hier gemacht? In Schießübungen auf echte Menschen oder was die noch leben. Alles klar. Hier, Screenshot mal bitte. Seht euch das mal an. Abschusslisten und Trophäen. Für diese Psychos ist das eine Art Spiel. Socrates, hören Sie. Wir haben genug Daten. Wir kommen zurück. Ich warte am Treffpunkt. Wir können... Moment. Da ist jemand auf dem anderen Kanal. Ich stelle durch. Hallo? 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 Hä? Hatte ich gerade gesagt, ich stelle durch? Da ist jemand... Ich fahre. Ja, da ist... Hat er gesagt, ich fahre. Nee, also Socrates hat gesagt, Moment, da ist jemand auf dem anderen Kanal, ich stelle mal durch. Ja, da hat er bei mir auch gesagt, ne? Steig ein. Wer schießt denn hier noch eigentlich? Unsere Fahrt nimmt ein jähes Ende. Doch nicht. Quatsch, ich zirkel das hier durch, pass auf. Ich hab noch eine viel bessere Idee. Steig nochmal aus. Achso. Willst du schießen oder soll ich schießen? Nein, ich fahre. Kannst schießen. Ich bin noch nie Panzer mit Controller gefahren. Geht ganz gut. Oh, wir werden angesnipert. Volle Bude daneben jetzt damit, wa? Mann, Mann, Mann. Oh shit! Alter. So jetzt? Ich konnte nicht mehr richtig legen. Ist ja wie bei Formel 1. Ist ja nur so ein Millimeter mit dem Daumen bewegen. Das ist schon voll ein Einschlag.
Das Ding fiebt so laut, ey. Das hört sich an wie so eine Feuerwehrsirene. Hey, wir fahren jetzt mit durchs paramilitärische Gebiet, ja. Ja, kann dir noch egal sein. Das ist bestimmt hier nicht an in unserem Panzer. Was machst du denn hier? Ja, das ist schwierig. Puerto Chico. Ja, nicht irgendwie hupen oder so. Ich würde ja nicht mal hupen. Nee, das ist ja das Blöde. Diese Brücke ist noch groß genug für einen zu bleiben. Wir hätten doch einen Heli nehmen sollen. Meint ihr, wir können ihn drücken? Er ist von der CIA. Erstmal schon. Ach, ich weiß nicht. Irgendwer hat den Heli abgeschossen. Das war nur möglich, weil die wussten, dass wir kommen. Socrates ist okay. Er hätte uns längst in den Rücken fallen können. So oder so. Schütz. Die CIA leckt. Zivilisten umgefahren? Ja. Wir sind hier völlig auf uns allein gestellt. Und Vollbremsung! Alter, der Bremsweg ein halber Meter, ey. Richtig geiles Ding. Zwischensequenz. Hat sich was ergeben? Gibt es ein neues Ziel? Ja, war das jetzt zwischenzeitlich nicht mal so? Das ist wohl ein Problem. Einer von den Los Estranjeros-Statthaltern rekrutiert Santa Blanca-Killer und hat sich da unten ein hübsches Reich erschaffen. Was haben wir? Kapitän Tomás Ortega. Bevor er Söldner geworden ist, soll er Straßenkämpfer in Guatemala gewesen sein. Ein Scheißkerl. Er liebt Blut. Er liebt Glücksspiel. Und jetzt kommt's. Er hat so eine Art Arena errichtet, wo er Todeskämpfer ausrichtet und alle anheuert, die das durchstehen. Ja, kenne ich. Männer wie Ortega rasten ziemlich schnell aus. Wir ärgern ihn etwas, fordern ihn heraus. So locken wir ihn vielleicht aus der Reserve. Hoffentlich neutralisieren sie alle Überreste des Santa Blanca-Kartells gleich mit. Das sehen wir dann. Aktualisieren Sie jetzt unsere Karte. Alles klar. Oh, jetzt hupt es wieder hier. Gibt es ja nicht. Okay, neues Ziel. Geil, neues Sturmgewehr. Ortegas kleines Reich und nehmen es Stück für Stück auseinander. So. Was kann das denn so? Geräuschminderung. Walkürenritt. Passt schon. Ah ne. Schalldämpfer. Welche waren das, die ich hatte? Ist gerade. Alter, ist sie laut. Naja, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Tschüss.